Wir starten in eine neue Folge direkt vom Endgame. Und das sind... Na, warte! Keine freundlichen Menschen. Daneben. Hab ich da jetzt hochgejagt. Warte nur! So, ich will Ausrüstung. Ja. Ja, natürlich holst du das. Au! Okay. Ja, ja. Denken. Er schubst da ja mal rum. Er hat da eine Granate geworfen. Die war nicht gut für deine eigenen Leute. Versucht er meine Schrotkugeln zu blocken? Weg mit deiner... Ding da. Da oben steht einer. Ganz entspannt. Und schaut nur runter, wie ich seine Leute zerstöre. Seht ihr den Typen? Du wirst mich noch kennenlernen! Den kaufe ich mir. Hoffen da mal. Auf den Ofen mit dir. Du bist das Abendessen jetzt. Wir werden zum Kleriker-Kannibalen. Ich bin das Abendessen. Naja, mach weg. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ich muss sich ein Bett geben. Wo ich schlafen kann und mir die Nahrung sparen. Was ist Banditenlager eigentlich? Warte. Das beschleunigen wir. Das Looten. Was haben wir hier? Ganz wichtig. Die brauche ich hier. Damit ich dann... Beschädigte Schrotflinte. Wenn es eine Bleischleuder ist, wäre das richtig cool. Dann kann ich nämlich meine Schrotflinte upgraden. Das würde mir gut gefallen. Kennt ihr Besen hier? Nein? Da hängt nur eine Leiche noch. Vielleicht nur eine Ratte. Und nehmen wir die Zigaretten mit. Zum Verkaufen. Oh, ich glaube, Geld haben wir gerade. Um legendäre Loot. Nur random Banditen. Da ist mein Bett. Hier nehmen wir nicht mit. Wir werden hier keine Getränke mehr herstellen. Der eine Punkt in Chemie war Verschwendung. Dawkins hat ungewöhnlich viele Kenntnisse über die Skynes. Und das findet er alles mit seinen Forschungen heraus? Schon eine beachtliche Leistung, wenn man sich seine Mittel und Möglichkeiten so ansieht. Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Ich hoffe, es wird... Die Audiostörung, die gerade mitten im Spiel war, wird wahrscheinlich bei euch auch so aufgenommen werden. Mein Kopf! Was gerade hochgeschossen ist, die Lautstärke. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Echt jetzt? Muss ich wieder Geist trainieren gehen? Erstmal leichtes Schloss knacken. Zu einfach. Mhm.
Kleiner gelber Stein. Das ist nicht die legendäre Loot, die ich gerne hätte. Minen haben wir hier. Anscheinend war drüber fliegen nicht das Wahre. Und was sagt meine Karte, wo ich die legendäre Loot finden werde? Karte sagt. Attribute. Ein Attributtrank war das. Weiter entlang. Das war nicht mal dort, wo wir hin wollten. One shot. Da schauen wir auch noch rauf. Ein junger Erstwolf. Ah, sehr schön, Nachbarn klopfen. Das ist toll. Seit dass ich wieder in der Nacht aufnehme. Und schön laut sein. Das gefällt mir immer am meisten, wenn die Nachbarn auf einmal klopfen und irgendwas machen. Wenn ich Rap und Gesang aufnehme. Das ist ganz toll, das gefällt mir dann immer. Oder wenn irgendwo Leute zum Bauen anfangen. Hey, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir haben tatsächlich zwei junge Kerle gefunden, die direkt vom Menschen zu einem Kurator gewandelt wurden. Was ist die schlechte Nachricht? Sie sind irgendwo im Umland des Formers Epsilara in Tavar. Kein schöner Ort, um seine Zeit zu verbringen. Machen wir nachher gleich. Oh! Verdammt, Kaya. Deine Schuld. Oh. Oh. Was haben wir hier alles? Eine Hütte? Ah, es ist ein Turm, deswegen. Da waren wir noch gar nicht. Komisch. Nee. Wie viele gibt es denn da? 5? Blick durch. Er chillt einfach für eine Sekunde. Legendäre Loot. Naja. Deine Steinchen, Rosa. Offenbar ist andere Loot. Mana-Tränke können wir vergessen. Okay, dann da haben wir alles. Okay, Kaya, für mich hin. Ah, für mich zum Geld. Lass es uns versuchen. Wenn sie im Umland des Formers sind, dann werden wir sie auch finden. Ich habe die Hoffnung auf ein Gegenmittel gegen die dunkle Seuche immer noch nicht aufgegeben. Ich werde tun, was ich kann. Ist ja schon sehr imposant, so ein Ding. Ja, und es bedeutet eine große Umstellung für uns alle, wenn sie vollenden, wozu sie geschaffen wurden. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Hinter uns ist ein Monster. Ich hab's gehört. Direkt in meinen Rücken jetzt reingeschrien. So sieht's aus. Oh, da ist es ja. Du kennst dich besser in dieser Gegend aus. Also, du gehst vor, ich folge dir. Nein! Ist das hier früher wohl mal... Oh. Keine Sorge, Leute. Ich habe die Monster getötet. Oh. Auch keine Angst mehr haben von den bösen Ratten. Wo sind wir hier? Ah, okay. Puh. Alle Monster sind ausgeschalten. Oder? Schaut gut aus. Also wir dürfen zum Wandler. Da haben wir schon den ersten Boss hier unten. Komm rauf. Achtung! Keine Angst. Das ging den Stein geworfen. Gutet. Hier ist immer Hühner.
Was passiert, wenn man einen Huhn formt? Loot. Ich habe noch immer meine Lootbrille auf. Diese Dinger, ich hasse diese Dinger. Vorsicht. Ja. Solange er da nur stehen bleibt. Schon mal gut. Kann ich diese Waffe auch gleich einsetzen. Und er bewegt sich. Gebt einen Zock. Teleporter, ich sehe ihn. Zuerst geben wir die Brille runter. Sonst loote ich noch alles. Das will doch keiner sehen. Leute wollen mich hier nur. Ratte! Ratte! Oh. Keine Sorge, ich habe sie ausgeschalten. Da ist er, ja. Lasse diese Dinger. Den Kampf bestreiten wir gemeinsam. Ich mag in keinem Spiel fliegende Gegner. Oh, du hast getroffen, sehr gut. Er bewegt dich aus dem Spiel. Feuer macht Schaden. Gute Arbeit. Machen wir die Mission fertig. Kann ich dich endlich mit Frank austauschen? Mehr Frank braucht das Gameplay. Nein, ich kann nicht speichern. Ist das wieder der Fliegende? Ja. Schau, wie weit da oben ist. Okay, ist abgehauen anscheinend. Ich. Oh, okay. Ich wollte schon sagen, ich sehe nicht, wie ich da hinkommen sollte. Aber wir gehen hinein in die Basis. Wurde sie gebissen? Soll das? Ja, ja, ist ja gut. Irgendwie schaut schon alles leicht pitcht aus. Ich muss weitermachen. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Ja, das habe ich gemerkt. Oh, wir gehen echt hinein. Das ist ja krass. Er hat den Low Ground. Er hat den Low Ground. Kaya, Hilfe. Er hat den Low Ground. Mich konzentrieren. Ja, ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Wir gehen dann schon zu Crony. Keine Sorge, wir machen nur den Turm jetzt. Er ist doch auf mich gezielt worden. Naja, okay, wir gehen doch nicht so weit rein. Ein Kurator, Mädel. Und das fette Viech kommt auch.
Oh, das war's gleich mit Kaya. Okay, sie hat sich in das Monster reingeklitscht. Nein, das war's mit Kaya. Hopp, sie lebt doch noch. Da, oh, Raptor. Ja, gut. Kommt er näher auch. Achtung. Ganz gefährlich, Dinge. Ganz gefährlich. Mach es weg. Mach es weg. Okay. Das macht mich nicht mal mehr voll, das Ding. Gefährliche Gegend. Und dunkel. Jetzt kommt die ganze Armee. Ja, was für Verbrecher. Er schwingt mal wild in der Gegend herum. Ah ja, mach weg den Typen, sehr schön. Er ist auch ausgewichen. Ausgewichen. Guter Schuss, guter Schuss. Aber kann man loben. Innen. Komm mal. Locken wir die Kuratoren an. Den kaufe ich mir. Verbrecher dulden wir hier nicht. Warte, will eine Granate werfen, ich hab's gesehen. Granaten werfen dulden sie hier auch nicht. Hier sieht es trotzdem ziemlich cool aus. Gerüchte, dass man vielleicht im nächsten Spiel auch als Skyen spielen kann. Sich die Kuratorenrüstung aufleveln. Muni sparen. Sehr schön. Machen wir die Spinne auch noch weg. Das Ziel wird besser. Das von der Spinne nicht. Was sagst du? Nichts noch. Dann gehen wir mal weiter rein. Schreckt mich. Ich werde gerade ziemlich viel erschreckt. Irgendwie ganz schön gruselig hier. Wie sonst sei. Schlimm, was das dunkle Elex aus ihnen gemacht hat. Jetzt haben sie es hinter sich. Ja, wir aber noch nicht. Bin gespannt, was ich am Wandlungsort herausfinde. Bring mich hin. Warum unterbricht mich jeder mitten im Fight? Ein Fight und jeder, oh, lass uns reden. Die ganze Zeit wundert mich, dass ich nicht öfter gestorben bin. Nur das eine Mal. Okay, meditiere. Geh kurz zur Seite, ich schaue es mir an. Ja, ja. Geh, Schwefel und Elex looten. Brauche ich nicht mal meine Brille dafür. Und jetzt finde ich nichts mehr. So, das war's. Ich bin soweit. Wir können wieder verschwinden.
Nein, nicht bevor du mir erzählt hast, was du herausgefunden hast. Ja, natürlich. Es ist nur, ich bin völlig fertig von der Anstrengung. Es ist, je mehr ich sehe, desto mehr wünschte ich mir, ich hätte es nicht gesehen. Es ist definitiv so, dass die Elex-Derivate tatsächlich vom selben Stamm sind. Sie haben dieselben Schwingungen und auch den gleichen Ursprung. Die Elex-Derivate kommunizieren nicht nur mit ihrem Wirt, also dem Trägerorganismus und seinem Geist. Die Derivate kommunizieren auch untereinander. Das eine weiß vom anderen und ja, es sieht so aus, als würden sie sich auf eine gewisse Art ergänzen. Sehr interessant. Erzähl weiter. Sie üben eine gewisse Kontraktion aufeinander aus, wie deine, wie hast du diese magischen Dinger nochmal genannt? Magneten. Ja, genau. Ich habe mal rumgefragt, nachdem du das erwähntest, und man hat mir die Sache mit den Anziehungskräften erklärt. Moment, langsam. Das eine Elex zieht das andere an? So ist es. Das eine will zum anderen und sich mit ihm vereinen. Diese Anziehungskraft ist sehr stark und ähnlich einer Art von Gravitation, wenn die Elex-Stimmen gerichtet werden. Eine große Menge von dem Zeug hat aber im Vergleich zu normaler Masse eine um ein Vielfaches größere Kraft als unsere Gravitation. Elex liegt nur selten als absolut reine Substanz vor. Es ist oftmals mit anderen Substanzen dieses Planeten gebunden, wodurch die Elex-Gravitation extrem geschwächt wird. Daher merken wir kaum was davon. Und es braucht ein Medium, einen Geist, um die Elex-Stimmen auszurichten und zu wirken. Ja, so ist es. Es scheint fast so, als hätte jemand dieses Elex nur zu einem Zweck hergestellt. Kontrolle. Kontrolle des Geistes über die Materie. Doch welcher Geist ist stark genug, ein solch mächtiges Werkzeug zu erfinden, herzustellen und ihm sogar ein eigenes Bewusstsein einzupflanzen? Das klingt eher nach so etwas wie einer Gottheit. Was auch sonst. Nur ein Gott ist zu so etwas fähig. Egal was es auch ist, das uns diese Suppe hier eingebrockt hat, es ist noch nicht am Ende seiner schöpferischen Kraft. Ich fürchte, die Skyans und das Elex sind erst die Vorboten von etwas Größerem, etwas Gewaltigem, etwas Göttlichem. Mag sein, aber wir haben hier noch ein paar kleine menschliche Probleme zu lösen. Leider. Die Heilung der Infektion jedenfalls ist nach Sichtung der Sachlage offenbar nicht so einfach. Das Ganze hier übersteigt so langsam meine Vorstellungskraft. Alles, was wir im Moment tun können, ist das dunkle Elex einzudämmen. Es darf nie die kritische Masse erreichen, bei der es zum unkontrollierbaren Ausbruch der Seuche kommt und wir es nicht mehr aufhalten können. Tja, dann wissen wir ja, woran wir sind. Ja, lass uns weitermachen. Noch haben wir die Chance, das Ganze zu überleben. Die sollten wir nicht einfach verstreichen lassen. Also, Zusammenfassung. Dunkles Elex und blaues Elex ziehen sich wie Magneten an. So wie ich und Frank, nicht Kaya. Und das wird wahrscheinlich meine Theorie eine Schätzung. Ich schätze mal, dass wir uns die Skyheads anschließen können. Dass die Skyheads nicht das große Böse sind, dass danach noch ein größeres Böses kommt. Wie die Reaper in Mass Effect. Also vielleicht sogar vier Teile Elex, aber mal schauen, wie es weitergeht. Und wir gehen zurück in Bastion, ne? Boah. Ja. Mal schauen, was mit Neste jetzt rauskommt. Die wollte ja auch nochmal mit uns ratschen. Da passt's geh, wenn wir Kaya mit haben. Hey, Crony! Training! Eine Training? Ja, machen wir. Danke, das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Stand by. Guter Junge. Was zum Teufel? Was mentales Training. Das braucht doch jeder. Kümmer dich um dein... Ich hab dir schon mal gesagt, wir sollten keine Gnade unseren Feinden gegenüber zeigen. Okay, dann halt nicht. Kaya! Bleib hier stehen. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Wenn du willst. Jetzt? Nein. Frank! Wo ist er denn? Was macht er denn? Ist Nöre wieder abgehauen? Da ist er ja.
Mitkommen. Mitkommen. Natürlich. Okay, dann haben wir noch eine fettere Mission. Die Suppe versalzen. Nein, hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was, da wollte ich früher auch hin. Nachdem Kai mich unterbrochen hatte. Wenn wir Zeit haben, sollten wir den Wert der Mineralien bestimmen, die hier im Boden liegen. Ich bin mir sicher, diese Anlage wurde nicht ohne Grund hier gebaut. Was meinst du? Ja, Toröffner haben wir hier gefunden. Das denke ich. Oh, gute Arbeit. Die im Nahkampf wieder. Und dann rede aus. Ohne mich. Körperliche Arbeit. Verstehe. Was soll das denn heißen? Wir wollen keine Mineralien abbauen. Sieht ein Cyborg wie du seinen Erbauer eigentlich als so eine Art Vaterfigur an? Ich wurde in Ignadon von dem verrückten alten Mann und Wissenschaftler namens Konrad gebaut. Wir wissen's. Ich war der Prototyp einer Maschine, um den Klerikern im Krieg gegen die Alps zu helfen. Ich finde wenig Väterliches in Konrads Beweggründen, mich zu erschaffen. Interessant. Wo ist das Ding jetzt hin? Machen wir es mit Schwert weg. Uff, das macht mich weg. Das war ein nicer Lunch. Und keine nice Landung dafür. Jetzt einen kleinen Trank. Oh. Und damit den kleinen Trank da. Ein Level-Up kriegen wir vielleicht noch für bessere Elix-Kräfte. Ich greife an. Das. Ich damit. Ich brich das Gesicht. Und weiter. Trash Talking ist over. Etwas von Tiny Tina's Wonderland Trash Talking lernen können. Hier ist der Ort, von dem Tial gesprochen hat. Hat's hin? Ja. 34, 5, 201. Datenübertragung starten. Roni? Abzug der feindlichen Truppen im Planquadrat A120 zu B609. Scheiße. Warnung. Externe Sensoren verzeichnen Bewegung. Starte Ortungsalgorithmus. Analyse. Humanoide Einheit. Hohe Wandlungsaktivität. Crony? Bist du das? Was hast du getan? Oh. Ich bin Cassandra, Kontrolleinheit 0. Meine externen Sensoren identifizieren die zweite humanoide Anomalie des Zielplaneten. Wo ist deine Urform? Ich verstehe, du hast meine Drohne gekapert. Du bist die Stimme des Feindes, die künstliche Intelligenz des Hauptformers der Skyans. Meine Analyse deines Metabolismus ergibt ein fortgeschrittenes Stadium der Wandlung ohne Metamorphose. Das ist kein Normalverhalten. Eine umfassende Untersuchung in einer Forschungszelle ist unerlässlich. Ja, deine Kreaturen haben mich bereits infiziert. Aber so leicht ergebe ich mich eurer Seuche nicht. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Das könnte dir so passen. Wovon redest du überhaupt? Was ist die Urform? Die erste humanoide Anomalie des Zielplaneten. Wo ist sie? Wo ist die Urform? Sehr beruhigend, dass dir offensichtlich nicht alles über unsere Spezies bekannt ist. Das bedeutet, du bist nicht allwissend, nicht unfehlbar. Und damit auch nicht unbesiegbar. Trägt diese erste Anomalie auch einen Namen? Wo ist Dawkins? Wo ist die Urform? Dawkins. Wer auch sonst. Dieser Kerl wird noch einmal mein Untergang. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Jetzt hör mal gut zu, du Schaltfehler. Ich werde dir gar nichts sagen und auch nirgendwo hingehen.
Ich werde deinen Stecker ziehen und danach deine Schaltkreise rausreißen. Analysiere. Wo ist deine Urform? Wo steht dein Zentralrechner? Analysiere. Was denn? Das war's schon? Ein paar Widerworte und du kriegst einen Kurzschluss? Commander? Ah, schade. Ich kam gerade in Fahrt. Starte Selbstdiagnose-Algorithmus. Gib dir keine Mühe, Crony. Sie ist weg. Ich verzeichne eine feindliche Übernahme meiner zentralen Systeme. Ja, schraub dir besser mal ein paar mehr Sicherungsbolzen in deine Synapsen, mein Freund. Sie wird das mit Sicherheit noch einmal versuchen. Positiv. Und wo sind die Feinde? Wo ist Fark? Fark? Ah, da sind sie ja. Mich Fark verlassen. Schon wieder. Oh. Muss ich halt die Saatgeräusche für Falk machen. Etwas super Kick. Oh, der liegt auch schon am Boden. Nein, hör auf, mich anzuschießen zu wollen. Okay, Crony, mitkommen dann. Mitkommen. An was kannst du dich erinnern, als Cassandra dich übernommen hat? Schwerer Ausnahmefehler. Ja, war ja klar. Wann hat das angefangen? Wie lange kontrolliert dich diese AI der Skyen schon? Wartungsprotokoll weist Lücken auf, seit dem Kontakt mit Kalan. Analysiere. Datenverlust unerklärlich. So, die Scheiße hast du dir also beim Shuttle der Kleriker eingehandelt. Damit ist ja auch schon klar, dass Kalan ebenfalls von ihr gekapert wurde. Am besten, du kapselst diesen Bereich in deinen Schaltkreisen ab und versuchst dich das nächste Mal dagegen zu wehren, wenn sie wiederkommt. Positiv. Ach ja, und wir behalten die Sache besser für uns. Wenn das die anderen herauskriegen, werden sie Kalan und auch dich in eure Einzelteile zerlegen wollen. Das wirbelt zum jetzigen Zeitpunkt zu viel Staub auf. Außerdem brauche ich dich noch. Also, tu dein Bestes, okay? Positiv. Rony Boney. Sollte Kalander nicht irgendwo in der Gegend sein? Oder Kalans Licht, wie die Waffe heißt? Schlafsack ist in der Nähe. Das ist gut. Gehen wir dann mal schlafen in der Runde. Hallo, schlafen. Oh. Jax ist müde. Na schön. Dann ist das eben so. Mir gefällt mir die Rüstung jedes Mal besser, wenn ich sie anschaue. Was sagt mir die Karte? Hier unten waren wir gerade. Hier oben. Komme ich dorthin? Auf den Berg hinauf. Was sagt mir die Karte? Hier drüben vielleicht. Nein, ihr werdet ignoriert. Weg. Oh, ich will schnell nachschauen. Ups, nicht erwischt. Roni wird schon regeln. Einfach Türöffner. Darauf komme. Nichts raus. Schaut auch so aus, als wäre es Selbstmord. Oh, gute Arbeit. Da wird zu mir rauf. Oh. Das Ding schwebt da rum. Das ist Crony. Das in der Folge gar nicht machen. Das kann ich auch auf Folge machen.
Wupp. Dann machen wir schnell. Auf die Tracks. Nein. Oh. Die letzte Erkundungstour dieser Folge. Ich hoffe, ich kann hier stehen. Nein. Damit. Kann ich hier stehen? Gut, gut, gut. Fortschritt. Verdammt. Was ist hier oben? Ein Vulkan. Naja. Zu wissen. Ah. Okay, Episode vorbei hier. Die Aussicht genießen. Können wir noch. Und tschüss.